Du kommst hier nicht rein. Soll ich euch mal so ein Video machen, in dem ich euch so Handbewegungen zeige, so typische Handbewegungen, natürlich jetzt nicht unbedingt das, aber andere Handbewegungen, zum Beispiel das. Kleiner Insider, mein Bruder hat diese Hose ja als Pyjama-Hose betituliert. Also hello, hello, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme euch wieder eine Runde mit. Draußen scheint die Sonne und da sind wir doch alle super gut gelaunt, oder? Also jetzt kommt so wirklich raus, die Sonne. Außerdem bin ich heute auf eine Babyparty eingeladen. Ich freue mich riesig. Hier ist der große Karton. Hier ist das Geschenk, das ich jetzt gleich noch einpacken werde. Ansonsten habe ich hier drüben schon einiges vorbereitet. Und zwar habe ich hier ein paar Beauty-Produkte in diesen Kartons, die ich eben aussortiert habe. Jetzt klingelt es wieder an der Tür jedes Mal, wenn ich anfange zu filmen. Aber bei uns ist halt einfach total viel los, ne? Da ist die Bella. Ich erzähle euch gleich weiter. Ach, der Max! Der Max! Du kommst hier nicht rein. Na gut, wohnst du hier oder was? Ja, noch. Na, Bella? Noch? Ja, wie noch? Bella, der Max? Noch eine ganze Weile wohnt er wahrscheinlich hier, was ja auch gut ist. Das hat er gehört. Also gut, wir waren stehen geblieben hier bei den Paketen, die ich vorbereitet habe für die Mädels. Beauty-Produkte, die ich eben, wie gesagt, aussortiert habe. Nicht, weil sie mir nicht gefallen, sondern weil sie halt einfach vom Farbton wahrscheinlich nicht passen. Ne? Foundation und so weiter. Ansonsten habe ich noch eine Flasche Sekt für die Mädels, die eben was trinken möchten. Ich trinke ja keinen Alkohol und die werdende Mutter sicher auch nicht. Ansonsten ist hier noch die Rechnung bzw. der Lieferschein von dem Geschenk. Es ist von Tausendkind und ja, ich habe es selbst bezahlt. Jawohl, so sieht's aus. Wir YouTuber sind durchaus in der Lage, auch Dinge selbst zu bezahlen und es trotzdem zu erwähnen. Also ich zumindest habe damit überhaupt kein Problem. Wir teilen uns allerdings das Geschenk. Ich bin voll außer Atem, ne? Sorry. Die Mama hat uns verschiedene Optionen quasi geschickt, was sie eben schön findet. Und daraus haben wir was ausgesucht, weil ich finde es halt total gut, wenn die Beschenkte schon auch sagt, was ihr gefällt, weil man möchte ja am Ende nichts, was dann in der Ecke rumfliegt, ne? Und das wäre ja auch total schade. Auf jeden Fall ist es richtig, richtig schön. Das sieht so edel aus. Das ist so ein Spielbogen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Wartet mal, ich gehe mal da vor, weil das ist mit der Jalousie echt ein bisschen schwierig. So sieht es aus. Ist es nicht edel? So rosa mit grau. Ja, es wird ein Mädchen. Wie haben die das gemacht? Max, gehst du grillen, oder? Ja. Ah, der Max geht grillen, jawohl, sehr gut. Muss die Mama nichts kochen? Tschüss, Max. Ich wollte euch noch ganz kurz mein Outfit zeigen. Ich habe wieder die Pyjama-Hose an. Kleiner Insider, mein Bruder hat diese Hose ja als Pyjama-Hose betituliert, als er mich sonntags damit gesehen hat. Aber nein, die ist von Zara, die ist aktuell. Und ich finde sie total schön. Aber ihr kennt ja meinen Bruder, ne? Der veräppelt mich ja in einer Tour. Ne, Bella, was ist denn los? Und dazu habe ich mir einfach noch so eine schulterfreie Bluse angezogen, weil draußen ja, wie gesagt, richtig schönes Wetter ist. Und jetzt packe ich mal das Geschenk ein und dann sehen wir uns später wieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. So, jetzt ist das Geschenk natürlich viel zu groß für dieses Geschenkpapier. Na bravo. Deswegen muss ich jetzt improvisieren. Ich habe jetzt hier einfach nochmal so ein Stück drunter gelegt, das ich jetzt nochmal hier so lang ziehen werde, damit es eben dann hier für reicht. Ne? Na bravo. Aber ich denke, es wird trotzdem schön. Ich denke, es ist ganz gut geworden. Ich mache jetzt noch eine Schleife außenrum. Es war jetzt so ein bisschen schwierig, das einzupacken, weil ich natürlich auch ja, das schön haben wollte. Aber das bei der Größe und mit dem Papier jetzt nicht so einfach war. Ich werde es sowieso jetzt wieder hier reintun. Das ist ja der Originalkarton, so wie es eben angekommen ist. Und ja, da kommt es jetzt rein. Ich werde jetzt aber erstmal gucken, ob ich vielleicht noch eine Schleife habe. Moment, hier mein Schleifen. Schränkchen, ne, ich habe nur grün, Silber, ne, ich habe kein Rosa, ich habe irgendwie kein Rosa. Ich habe nur, upsala, hellblau, das ist noch von der Kommunion vom Lissandro. Oder halt grün, aber das passt ja auch überhaupt nicht. So, ich muss mit unserem Panzerauto fahren, weil der Max das kleine Auto hat. Naja, so ist es. Kein Problem. Ach ja, und übrigens wegen der Sonnenbrille, nicht wundern, ich habe halt zwei Brillen, weil diese Brille hier keine Stärke hat. Und dann darf ich damit natürlich kein Auto fahren. Aber die Sonne scheint so schön und dann möchte ich natürlich auch eine Sonnenbrille dabei haben.
Also gut, dann geht's jetzt mal los, würde ich sagen. Auf zur Babyparty. Hello, hello, guten Morgen. Jetzt habe ich mich gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Sorry dafür. Die Babyparty war total schön gestern. Es war so, so herzlich. Alles ganz, ganz schön dekoriert. Und es war wirklich eine sehr schöne Babyparty. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Die werdende Mama natürlich zuckersüß. Ansonsten waren noch zwei andere Schwangere da mit einer richtigen Kugel. Das ist natürlich auch immer faszinierend, das anzusehen, ja. Also obwohl ich selbst schon vier Kinder bekommen habe, denke ich mir jedes Mal, Wahnsinn, da ist halt echt ein Baby drin, das schon, ja, fertig für die Welt ist. Also es könnte jetzt auf die Welt kommen und Wahnsinn. Also es ist total komisch, wenn ich das selbst ausspreche, weil ich ja weiß, wie es ist. Wie gesagt, ich habe ja vier Kinder. Trotzdem ist es für mich nach wie vor jedes Mal ein Wunder und ich bewundere das eben und finde es sehr, sehr schön. Es waren dann noch zwei weitere Babys da, die noch sehr klein waren, 8 Monate und das andere war, glaube ich, 7 Monate. Mädchen waren das. War natürlich auch total schön für mich. Ich habe die dann so ein bisschen betüttelt, ne? Also die eine. Und ja, habe mich, wie gesagt, sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe dann die Kamera nicht mehr rausgeholt, sorry dafür, aber mein Mann war unterwegs und zwar sind die Motorradklamotten kaufen gefahren. War das gerade Deutsch? Wahrscheinlich eher nicht. Jedenfalls wollten sie so ein bisschen meine Meinung wissen, wie ich die Sachen finde. Und deshalb, ja, bin ich dahin und habe jetzt nicht mehr die Kamera rausgeholt. Es gab neue Helme, neue Motorradjacken und so weiter. Allerdings muss ich dazu sagen, dass das Geschäft 70% hatte Rabatt, weil die wohl schließen. Und da hat mein Mann natürlich zugeschlagen, ne? Klar, der Lassie hat eh einen neuen Helm gebraucht, da hat es gepasst. Ja, ich bin jetzt so ein bisschen außer Atem. Ich habe nämlich schon ein bisschen was vorbereitet hier. Und zwar werde ich jetzt gleich zum Einkaufen fahren. Da steht schon meine Tasche und meine Jacke. Apropos Jacke, da hatten mich ganz, ganz viele gefragt, woher die denn ist. Und zwar ist sie aktuell von Zara. Auf Instagram hatten mich da viele, viele gefragt, deshalb zeige ich sie gerne hier nochmal. Die hat hier diese schönen Details, so sieht die aus und wie gesagt, die ist eben top aktuell von Zara. Mir gefällt die total gut und ich trage die halt super gerne. Ansonsten werde ich jetzt erstmal hier ein bisschen noch was arbeiten. Haushalt ist schon soweit gemacht. Ich habe mir jetzt hier auch mal ein Glas Wasser hingestellt mit Zitrone und Minze, weil ich definitiv zu wenig trinke und dann immer ganz starke Kopfschmerzen bekomme, mich dann wunder. Ansonsten ist hier jetzt unsere Drohne. Wir haben jetzt endlich die passende GoPro. Das war ja eine richtig, richtig schwere Geburt. Und ich hoffe, dass das jetzt alles funktioniert, so wie sich das meine Jungs vorstellen. Das werden wir heute Mittag ausprobieren, wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin. Der Max ist nämlich zu einem Geburtstag eingeladen. Der Moritz ist beim Tennis, der Gianluca möchte Fahrrad fahren, denn jawohl, draußen scheint die Sonne, yay, ich rede total oft, ne, darüber, wenn die Sonne scheint, weil ich mich so doll freue, wenn sie endlich mal rauskommt, ja, es wird mal Zeit. Und Alessandro, der ist heute verabredet mit einem Kumpel, die wollen unten am Main Fußball spielen, deshalb weiß ich nicht, ob das so klappt, aber sie steht schon mal bereit, Akkus sind geladen und ich bin echt gespannt. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich gehe dann später noch einkaufen, nehme euch mit. Heute gibt es nämlich panierte Hähnchenbrustfilets. Panierte Hähnchenbrustfilets. Ich spreche manchmal auf Italienisch mit euch, ne? Soll ich euch mal so ein Video machen, in dem ich euch so Handbewegungen zeige, so typische Handbewegungen, natürlich jetzt nicht unbedingt das, aber andere Handbewegungen, zum Beispiel das, was wir Italiener so machen und uns sofort verstehen. Also da reicht eine Handbewegung. Soll ich das mal machen? Das wird aber echt eher lustig. Kann ich gerne mal machen. Schreibt das mal unten in die Kommentare. Jedenfalls paniere ich dann Hähnchenbrustfilets. Dazu nehme ich euch mit in die Küche. Das mache ich nicht so gerne. Es ist super viel Arbeit, aber meine Kinder lieben das. Die essen das so, so gerne. Und deshalb mache ich es natürlich, also nur 3 meiner Kinder. Einer mag das nicht, der bekommt dann was anderes und wir ja dann was Vegetarisches. Und es ist natürlich immer schön, wenn die Kinder von der Schule kommen und wissen, hey, die Mama hat was Leckeres gekocht, ne? Es kommt was Leckeres in das Bäuchlein rein, da freue ich mich natürlich auch und dann nehme ich diese Arbeit sehr, sehr gerne in Kauf. Also gut, lang genug jetzt geredet. Weiterhin viel Spaß bei diesem Video. Ich bin eine Labertasche. Unser Bulgursalat ist fertig. Ich habe da jetzt noch Minze rein, Frische. Jetzt wird das Ganze noch verrührt und dann kommt es auch schon mal auf den Tisch.
Ich habe natürlich hier noch ein paar Pommes und wieder lecker Parmesan aus meinem Mulex. Schaut mal, das sieht dann so aus. Wenn ihr einfach ein Stück Käse nehmt und das dann hier so lecker reinmacht, dann ja, habt ihr was ganz Leckeres auf jeden Fall. Okay, ich muss mich beeilen, meine Mäuse warten. Ich zeige euch noch ganz kurz unseren Chaos-Tisch. So sieht es jetzt aus. Aber es steht auch noch ein Teil in der Küche bereit. Das muss ich jetzt alles noch holen und dann können wir essen. Lecker! So, Besteck hat natürlich gefehlt. Könnt ihr es gerade mal verteilen? Luki, Besteck, kannst du gerade mal da drüben verteilen? Zur Feier des Tages gibt es mal Eis. Ich hole jetzt noch eine Schüssel. So ein paar Erdbeeren haben wir auch noch. So, schön war es draußen. Wir waren zwar total voll gefuttert, aber es war trotzdem total schön mit den Kindern unten am Main. Ich habe jetzt mal hier ganz kurz Pause. Ich werde jetzt ein Kinder-Bueno essen. Das habe ich mir hier schon bereitgelegt. Habe auch meine Sonnenbrille auf, weil hier die Sonne so schön scheint. Ich verabschiede mich jetzt mal hier an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Abonnieren ist kostenlos, das wisst ihr. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Da würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch allen gut geht, dass ihr auch so schönes Wetter habt und Bauarbeiten an eurem Haus nicht. Die habe ich nämlich hier, aber die stören mich relativ wenig. Alles gut. Ich sehe hier das Positive, dass die Sonne scheint und dass ich ganz kurz Pause habe. Für mich geht es jetzt auch gleich drin weiter. Ich habe noch eine Menge Arbeit, aber ich denke, das ist relativ uninteressant für euch. Und wie gesagt, deshalb beende ich an dieser Stelle dieses Video. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und jetzt ist mein Kinder-Bueno dran. Yay!